Hi ihr Lieben, also viele haben mich jetzt mal gefragt, ob ich ein Video machen könnte, in dem ich die komplette Geschichte zu meinem Unfall erzähle. Und ja, ich dachte, das machen wir jetzt heute mal. Also letztes Jahr am 15.09. Hat mein Freund mich abgeholt mit dem Motorrad. Wir sind mit einem befreundeten Pärchen unterwegs gewesen, wollten einen Kaffee trinken, fahren. Und ja, ich hatte eine Motorradjacke an, hatte Motorradhandschuhe und einen Helm an. Und dann sind wir Richtung Rade vorm Wald gefahren. Also eigentlich war es schon Rade vorm Wald. War auch alles in Ordnung. Und dann kam da eine sehr lange Linkskurve. Was dann passiert ist, was der Auslöser dafür war, kann ich gar nicht genau sagen. Also das Hinterrad ist ausgebrochen, hat dann so geschlackert, als wir in die Kurve gegangen sind. Also wir waren auch nicht zu schnell, als hätte da irgendwas gelegen oder ich weiß nicht, ob er sich in dem Moment verbremst hat oder irgendwas. Also laut Polizeibericht ist es ein Fahrfehler, aber wenn man das jetzt mal googelt, unter einem Fahrfehler fällt sehr vieles. Ja, und dann war ich auch sofort weg. Also es hat mich wirklich so weggerissen. Dann weiß ich noch, bin ich über die Straße gerutscht, habe die Funken von dem Motorrad gesehen. Dann ist ein Stück Lücke. Das ist der Teil, also das wurde mir erzählt, wo ich gegen den Baum geflogen bin, weswegen dann auch mein Arm amputiert werden musste. Und dann das Stück, nachdem ich gegen den Baum geflogen bin, weiß ich, wie ich einen Abhang runtergerutscht bin, aber frontal. Also ich bin mit dem Gesicht so runter. Während des Rutschens habe ich noch gedacht, also es war 2 Tage vor meiner Abi-Prüfung, habe ich noch gedacht, was ist mit meinem Abi, was ist mit meinen Eltern? Meine Eltern leben ja in Amerika, was ist mit meinem Freund? Ich habe wirklich in der kurzen Zeit, ich weiß nicht, ob jemand schon mal sowas hatte oder wenn man fast einen Unfall baut, einem gehen so viele Sachen durch den Kopf in so kurzer Zeit. Und ja, dann bin ich zum Stoppen gekommen und dann lag ich erstmal da einen Moment. Unsere Freunde sind vor uns gefahren. Und das ging alles ganz schnell. Also auf einmal waren enorm viele Menschen. Also ich habe ganz viele Stimmen gehört. Ich habe meinen Freund wie schnarchen gehört. Also er lag weiter weg als ich und ich habe wirklich nur so ein... Also er war nicht ansprechbar, ich war ansprechbar, weil er halt was am Kopf hatte. Und meine Freundin war die ganze Zeit bei mir, hat meine Hand gehalten, hat gesagt, dass alles gut wird. Und dann kam ein Krankenwagen. Also ich konnte abwärts erstmal nichts spüren, ich konnte mich nicht bewegen und irgendwann kamen dann die Schmerzen und ich wusste nicht, bin ich jetzt querschnittsgelähmt, was ist jetzt los? Und dann kam ein Krankenwagen, dann habe ich nur gehört, Krankenwagen reicht nicht, wir brauchen einen Helikopter. Und dann wusste ich schon, alles klar, entweder ist mit Jan irgendwas oder mit mir oder mit uns beiden, weil Helikopter bedeutet meist, ist es was Schlimmeres. Der Krankenwagen, ich meine, kommt immer, aber... Ja, auf jeden Fall verging dann einige Zeit. Es war ganz komisch. Also man hat irgendwie kein Zeitgefühl. Und es war auch so, als hätte ich meinen eigenen Unfall gesehen. Also als wäre ich schon über meinem eigenen Unfall geschwebt. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Also das ist eher so eine Nahtoderfahrung. Dazu werde ich auch noch ein Video machen. Auf jeden Fall kam dann der Helikopter. Dann kamen Rettungskräfte. Dann musste ich erstmal auf die andere Seite gedreht werden. Und ich weiß, dass das wirklich die Schmerzen meines Lebens waren. Also ich habe wirklich geschrien, ich habe gesagt, gib mir Schmerzmittel, ich halte es nicht aus. Und dann haben die mich umgedreht und mein Becken war ja auch beidseitig gebrochen und man kann sich einfach nicht vorstellen, was das in dem Moment für Schmerzen waren. Aber ich wusste das ja alles nicht. Also das war einfach eine Komplettbaustelle. Und ja, dann haben die mir was gegeben und dann weiß ich nur noch, ich kann mich an das Geräusch vom Helikopter erinnern. Also es ist auch jetzt noch ganz komisch, wenn ich jetzt einen Helikopter höre, dann fühle ich mich total, also es ist ein ganz komisches Gefühl, es ist so unwohl. Und dann weiß ich noch, boah, das war alles so Bruchstücke. Wirklich wie in einem Film, als ich dann da lag und dann diesen Gang entlang bin und diese Lichter vom Krankenhausflur, also diese hellen Lichter gesehen habe. Und zwischenzeitlich war ich dann wieder weg, weil ich natürlich Schmerzmittel bekommen habe. Ich wurde 10 Stunden operiert direkt. Und dann wurde ich auch mal wieder wach gemacht, also aus der Narkose rausgeholt, weil sie mich was fragen mussten. Und dann habe ich auch gedacht, oh Gott, stimmt das alles? Warum bin ich jetzt wach? Warum bekomme ich das überhaupt mit? Ich dachte erst, dass die Narkose nicht gewirkt hat oder dass ich einfach mitten in der OP wach geworden bin. Aber es war beabsichtigt. Dann wurde ich wieder schlafen gelegt. Dann zwischendurch habe ich wirklich gedacht, lebst du überhaupt noch? Bist du tot? War es das jetzt? Du bist 21, du kannst noch nicht
noch nicht tot sein, so, das kann es noch nicht gewesen sein, vor allem nicht durch sowas, so. Also natürlich, ich wusste, dass das Motorradfahren gefährlich ist und dass sowas passieren kann, aber natürlich hat man dieses leichtsinnige Denken und denkt, nein, mir passiert sowas nicht und vor allem nicht auf einer Fahrt, wo man Kaffee trinken geht. Und mein Freund war zuvor noch Motorradfahren mit dem Lederkombi und ist, weiß ich nicht, woher gefahren, 3 Stunden. Und dann passiert es, wenn man nur mal eben einen Kaffee trinken fahren möchte. Aber das sind meist diese Fahrten. Ja, und dann, als ich aus dem Koma wach wurde, also es war halt viel gefragt, was jetzt los ist, was mit meinen Eltern ist, immer wieder das Gleiche. Ich war mir nicht sicher. Und dann bin ich wach geworden und dann war meine Mama an meinem Bett, was für mich voll schön war, weil meine Mama war zu dem Zeitpunkt in Amerika und als sie das gehört hat, ist sie direkt hier hingeflogen und natürlich wünschbar. Ja, das war mir klar, dass das ein emotionales Video wird. Und natürlich ist das schön, wenn dann die Mama am Bett steht, wenn man wach wird. Und mir war erstmal gar nicht bewusst, was überhaupt los war. Ich habe nur hier Fixateure drin gehabt, also das heißt so ein Gestell nach außen für die Brüche hatte ich hier drin und in meinem rechten Unterschenkel und ich lag noch eine Woche mit dem gebrochenen Becken da aufgrund dessen, weil ich weiß gar nicht genau, was der Grund war, ob ich zu viel Blut verloren habe, das haben die mir immer wieder gesagt, ich habe es immer wieder vergessen, die konnten das Becken noch nicht machen. Ich müsste nochmal in meinen Berichten gucken oder meine Mama fragen. Auf jeden Fall hat meine Mama mir dann gesagt, was ich alles habe, was los ist. Und ich habe gesagt, ja, was ist, wie lange muss ich hier bleiben? 1 Woche, 2 Wochen? Und meine Mama hat angefangen zu weinen und gesagt, Gina, du wirst erstmal jetzt nicht nach Hause kommen. Und für mich war das so unbegreiflich, weil ich dachte, ja, okay, ein paar Brüche heilen, kriege ich eine Schiene, werde ich operiert und das war's. Und bis mir dann so klar wurde, okay, das ist nicht mal eben. Aber das hat auch Zeit gebraucht. Ich war unter Medikamenteneinfluss. Ich habe alles sowieso nicht ganz so wahrgenommen. Das kam dann erst viel später. Und dann irgendwann, ich wurde ja jeden Tag operiert, um zu sehen, ob Blut durchfließt. Ob es war eine subtotale Amputation. Das bedeutet, innerlich sind die Gefäße, die Nerven, die Sehnen abgerissen, aber der Arm ist noch dran. Und während dieser 10-Stunden-OP wurde versucht, das alles zu retten und wieder dran zu nähen. Und ich war auch eigentlich in einem Zeitraum, wo man sagt, okay, das hätte klappen können. Und deswegen war ich auch zuversichtlicher, weil wenn man innerhalb, ich weiß nicht, ob das 6 oder 8 Stunden ist, operiert wird, sind die Chancen hoch, dass es funktioniert. Und ja, dann wurde ich jeden Tag aufgemacht, also der Arm wurde aufgemacht und reingeguckt, ob Blut fließt. Und ich selber habe meine Hand nicht gesehen, also mein Arm war permanent so fixiert. Und nach 1,5 Wochen, meine ich, war das, habe ich runtergeguckt, als ich dann gedreht wurde, weil natürlich musste ich immer gelagert werden und alles und sauber gemacht werden. Und habe ich runtergeguckt und habe gesehen, dass mein Daumen lila-schwarz war und ich bin wirklich, also in Panik ausgebrochen, ich bin komplett hyperventiliert. Ich habe gesagt, was ist das? Warum ist das schwarz? Das ist doch tot. Irgendwas stimmt hier nicht. Und habe total Panik gekriegt, was auch eigentlich komplett normal ist in so einer Situation. Und dann wurde mir so bewusst, okay, scheiße, das wird nichts mehr. Weil wenn der Finger schwarz ist oder die Hand schwarz ist, fließt kein Blut. Und das Gewebe stirbt ab. Ja, und dann eine halbe Woche später bin ich dann auf die normale Station, also auf die Unfallchirurgie gekommen. Und dann habe ich gedacht, hey, wenn die mich jetzt hier hochbringen, scheint ja so, als würde es doch alles klappen, als wäre alles in Ordnung. Und ein paar Stunden später kamen meine Eltern heulend rein und dann wusste ich so, alles klar, das war's so. Da hat sich nichts getan. Und dann haben meine Eltern mir gesagt, dass es halt amputiert werden muss und auch recht schnell, weil ich sonst eine Blutvergiftung bekommen würde und dann würde ich halt sterben. Und irgendwie wusste ich schon, also man möchte das wieder nicht wahrhaben. Man weiß, was da passiert. Man
ist sich dessen bewusst, man weiß, okay, eine Amputation steht nicht aus, das haben die Ärzte mir auch gesagt. Und da war ich halt auch immer total sauer, weil ich gesagt habe, nein, das kann nicht sein, das kann mir nicht passieren. Und irgendwie, aber war da auch so ein kleiner Gedanke, der gesagt hat, okay, aber eigentlich kann es doch sein, weil warum soll immer alles 100% klappen? Also ich bin eh immer so ein kleiner Pessimist, was echt blöd ist, aber ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wurde am nächsten Tag operiert, der Arm wurde dann amputiert. Ich kann mich daran selber gar nicht mehr richtig erinnern, aber ich denke, das ist auch bewusst, dass ich da sehr viel Schmerzmittel und alles bekommen habe, damit ich nicht mehr so die Erinnerung daran habe. Es waren auch viele OPs, deswegen kann ich gar nicht mehr genau sagen, was die Amputation davon war. Auf jeden Fall, danach hatte ich dann eine Psychologin, also ich hatte schon vorher eine Psychologin, aber das war aufgrund dessen wegen der Traumata-Bewältigung. Aber da habe ich gesagt, die brauche ich nicht, weil ich konnte von Anfang an offen über den Unfall reden. Ich habe meinem Freund keinerlei Schuld gegeben und ich fand das als nicht. Habe es irgendwie nicht gebraucht. Und dann hatte ich eine Psychologin aufgrund von der Amputation und da bin ich auch echt dankbar darüber, weil sie hat mir geholfen, dass ich mich meinem eigenen Arm, der jetzt noch übrig ist, annähere, weil ich konnte nicht es hier anfassen, ich konnte es nicht hier anfassen. Trotz Verband hatte ich riesen Probleme damit und sie hat dann immer mir geholfen, schrittweise es anzufassen und es war auch sehr emotional, aber im Großen und Ganzen hat es funktioniert. Also ich kann es jetzt anfassen, aber ist es immer noch nicht so, dass ich es halt sehr gerne tue oder sehr gerne anschaue. Aber das kommt auch alles noch. Ja, und dann, ich war insgesamt 3 Monate im Krankenhaus und als ich nach Hause kam, also 2,5 Monate davon lag ich auf dem Rücken, ich konnte mich nicht bewegen. Und den letzten halben Monat habe ich dann gehen versucht, also habe ich gehen geübt und da kann ich auch nochmal ein Video zu posten. Ich konnte überhaupt nicht gehen, ich hatte keine Muskeln mehr. Ich war total dürr. Also ich musste alles quasi neu erlernen. Natürlich wusste ich, wie man läuft, aber ohne die Muskeln, das war wirklich, der Kopf wusste, was er machen soll, aber der Körper hat es nicht umgesetzt. Und dann habe ich laufen gelernt. Als ich nach Hause kam, saß ich aber noch im Rollstuhl, also ich konnte nicht gehen. Ich habe dann bei mir zu Hause durch die Physiotherapie laufen gelernt. Ich bin dann immer vom Wohnzimmer in die Küche, von der Küche wieder ins Wohnzimmer. Ja, und dann hatte ich nochmal eine OP aufgrund dessen, weil ich hatte einen Schienbein- und einen Wadenbeinbruch. Und das Wadenbein ist schneller verheilt als mein Schienbein. Und ja, das ist eher schlecht, weil wenn man sich das jetzt vorstellt, die sind auf einer Ebene gebrochen, das eine heilt schneller als das andere, so, dann sind sie wieder auf einer Ebene. Das heißt, das Schienbein ist jetzt auf der Höhe mit dem Wadenbein und der Bruch geht jetzt nicht richtig zu. Das heißt, jetzt muss ich da Knochenmark bilden, dann wurden Schrauben rausgenommen in der Hoffnung, dass die Platte, die da drin ist, sich ein bisschen verschiebt und der Knochenwachstum angeregt wird. Ja, da müsste ich jetzt nochmal zum Chirurgen, das ist jetzt immer noch nicht richtig verheilt. Also ich merke das immer noch beim Laufen zwischendurch. Mein Becken ist in Ordnung. Also da habe ich gar keine Probleme, Gott sei Dank. Selten. Natürlich, wenn ich jetzt lange laufe, lange stehe, dann merke ich das schon, dass ich es halt entlasten muss. Gerade auch, ich sitze meistens so, also ich sitze mit den Beinen angewinkelt, weil es für mich halt einfach entspannter ist zu sitzen. Ja, aber sonst. Ja, so viel zu der ganzen Geschichte. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich gerne immer durchlöchern. Fragt mich, ich beantworte euch gern alles.